Was ist für dich mentale Gesundheit? Also mental vollkommen gesund zu sein. Was ist das für dich? Mach dir darüber mal ganz kurz Gedanken. Was ist es für mich, mental gesund zu sein? Und ich werde immer wieder gefragt, was machst du, dass du so positiv bist, dass du so optimistisch bist, dass du so gut drauf bist, dass du, ja, dass du so strahlen kannst? Ich würde sagen, ich beschäftige mich schon sehr lange damit, mental fit und gesund zu sein, in meiner Kraft zu sein, aus dem Vollen zu schöpfen, und zwar energetisch. Wie macht man das? Ich bin vor einiger Zeit in ein Unternehmen gekommen und da habe ich einen Mitarbeiter gesehen, den habe ich eigentlich schon seit 2 Monaten nicht mehr gesehen. Ja, ungefähr so wird die Zeit sein. Und dann habe ich ihn jetzt gesehen und habe gestaunt. Ich habe zu ihm gesagt, was ist mit dir los? Und er sagt zu mir, was meinst du? Dann habe ich gesagt, hey, du bist für mich eine Sonne. Du hast immer gestrahlt. Du hast wirklich gestrahlt wie eine Sonne. Und jetzt, ich habe das Gefühl, du bist weniger. Du bist die Hälfte von dieser Sonne oder ein Viertel vielleicht. Und wir haben dann ein bisschen darüber gesprochen und er hat mir erzählt, wie es ihm so geht. Es geht ihm nicht besonders gut und er war schon beim Arzt und der Arzt hat ihn wieder weiter zum Spezialisten geschickt. Und ich habe dann gefragt, und glaubst du, das ist jetzt die Lösung? Und er hat gesagt, was soll ich denn sonst machen? Dann habe ich ihm die Frage gestellt, was ist für dich mentale Gesundheit? Und er hat gesagt, ich weiß es nicht, was das ist. Also ich bin jetzt, glaube ich, mental nicht gesund. Ich würde auch sagen, auf einer Skala von 0 bis 10, 10 topfit, 0 absolut schlecht drauf, wäre er jetzt auf dieser Skala 2 bis 3 vielleicht. Wo wärst du jetzt auf dieser Skala von 0 bis 10? 10 topfit, 0 ganz schlecht drauf. Dieser eine Mitarbeiter auf 2 bis 3. Und wir haben uns ein bisschen unterhalten und wir haben geschaut, ab wann hat sich denn das gedreht? Denn früher war dieser Mitarbeiter immer eine Sonne. Und wir haben es sehr schnell herausgefunden. Er hat mir erzählt, er hat sich in einer aktuellen Krisensituation, die wir ja alle kennen, hat er sich so richtig hineingesteigert. Er hat sich interessiert, er hat sich informiert, er hat gleichzeitig auch angefangen, zu verurteilen, zu kritisieren, die Gegenseite zu bekämpfen und hat nicht gemerkt, wie er selber immer schlechter drauf ist. Und genau da hat sich das Blatt gewendet. Und er hat zu mir gesagt, ja, aber diese Krise ist noch nicht vorbei. Dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du, diese Krise ist noch nicht vorbei, aber auch die nächsten, was kommen, sind noch nicht vorbei, die haben noch nicht mal angefangen. Wenn wir darauf warten, bis alle Krisen vorbei sind, dann könnte es sein, dass wir lange warten. Und wir haben dann darüber gesprochen und er hat dann gesagt, hey, du hast ja dann bald ein Webinar zum Thema mentale Gesundheit. Ich glaube, da werde ich dabei sein. Und er war dann auch dabei. Und dann habe ich ihn später wieder mal getroffen und er hat schon wieder um einiges mehr gestrahlt. Ich würde sagen, auf der Skala von 0 bis 10 war er schon wieder auf 7 bis 8. Er hat mir erzählt, er hat den Arzttermin abgesagt, es geht ihm schon wieder viel besser. Er hat in diesem Webinar gelernt, was er tun könnte. Er hat sofort Tipps und Tricks aufgeschrieben, für sich selber angewendet und merkt, er kommt jetzt wieder in seine Kraft. Er ist jetzt wieder viel klarer und er bekommt jetzt wieder ein Mehr an Energie. Ja, hurra, absolut spitze, das freut mich. Und wenn du Lust hast auf so ein Webinar, ein kostenfreies Webinar, wo du sofort Tipps und Informationen bekommst, die du sofort in deinem Alltag integrieren und anwenden kannst, dann melde dich unten zum Power Kick an. Dort findest du immer wieder Einladungen für ein kostenfreies Webinar. Entweder aktuell zum Thema mentale Gesundheit oder im Businessbereich aktuelles Thema Mitarbeiter finden, stärken und halten. Und du kennst die Richtung beim Thema mentale Gesundheit. Die Richtung ist nach oben. Mehr mentale Gesundheit. Wie auch immer.
vielleicht bei einem der nächsten Webinare oder beim nächsten Video. Ich freue mich schon. Pfiati, Servus, bis bald.